Geschichte ist ja aus Sicht von einem Deutschen, der gefangen genommen wird. Das ist ein bisschen anders als sonst, sagen wir, die zweiten Weltkrieg-Geschichten, dass es eher so um die Juden geht. War das auch bewusst so gewählt? Ja, das war natürlich bewusst so gewählt. Es war natürlich total spannend, mal eigentlich von einem Täter auszugehen oder von einem, der irgendwas verborgen hat. Und der dann, und so war es bei Trautmann, der dann bemerkt hat, dass er eigentlich einer Gehirnwäsche unterzogen wurde und sich irgendwann mal dann bewusst werden muss, eigentlich erwachsen werden muss. Dass diese Kriegsgefangenen, die in England im Kriegsgefangenenlager zum ersten Mal im Re-Education-Programm mit der Demokratie in Berührung kamen, dass das ein sehr positiver Aspekt war und für die auch prägend war. Und das war natürlich auch ein großes Thema, dass wir das im Film zeigen. Und ist Trautmann ein Begriff in Deutschland? Also kennt man ihn? Ist es so? Nein, das ist ganz interessant. Also dadurch, dass ich wegen einem anderen Film auf Kinotour war, habe ich schon immer wieder, wurde ich gefragt, was mache ich als nächstes? Und habe ihm erzählt, ja, ich mache einen Film über Trautmann. Und es standen immer ein paar ältere Herrschaften auf, die gesagt haben, der bei Manchester City Torwart war, und ein bisschen war schon bekannt, aber ich selber habe ihn nicht gekannt, sondern war verblüfft, dass wir die Geschichte in Deutschland nicht kennen, und dadurch, dass ich eigentlich als kein herausgestochenen, skurrilen Geschmack habe, sondern mir denke, was mich interessiert, kann auch andere interessieren, hoffe ich, dass ich eine breite Zuschauerschaft finde. Ja, hat mir sehr gefallen. Das ist eine schöne Geschichte. Danke. Dankeschön.